Liebe Gäste bei unserer Pfingstnovene aus dem Kloster Gut Eich. Heute leider nicht per Livestream, weil ich am Abend verhindert bin, aber um 7:30 Uhr beginnen wir jetzt jeden Tag bis Pfingsten mit den Impulsen zum Pfingstfest, zur Vorbereitung auf das Pfingstfest. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Es ist eine große Ehre für mich, denn wenn wir uns auf Pfingsten vorbereiten, dann bereiten wir uns immer gemeinsam vor. Pfingsten ist ein Fest der Gemeinde Gottes, der Gemeinde der Menschen. Und heute möchte ich mit euch den ersten Impuls unter das Thema der Grünkraft stellen. Der Grünkraft, die die heilige Hildegard von Bingen beschrieben hat. Sie hat gesagt, schau ins Grün, das ist das Wichtigste, was du tun kannst, und dann wirst du leben. Alle Kraft des Himmels und der Erde sammelt sich in dem Grün. Sie sehen eine wunderbare Wiese, eine Wiese in der Nähe des Klosters, hunderte von Farben. Grünfarben sind zu sehen. Die heilige Hildegard meint mit dieser Grünkraft auch das, was wir mit Heiligen Geist beschreiben. Es ist die gesammelte Kraft des Lebens und der Schöpfung. Und wenn wir in dieser Woche oder in diesen 10 Tagen über die 7 Gaben des Heiligen Geistes sprechen wollen und überlegen wollen, dann ist es die gesammelte Grünkraft, Lebenskraft, die durch den Heiligen Geist vermittelt wird. Die 7 Gaben des Heiligen Geistes kennen Sie vielleicht. Die Weisheit, die Einsicht, die Gabe des Rates, der Stärke, die Gabe der Erkenntnis, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Manche der Begriffe sind etwas altmodisch, erkennen wir nicht mehr. Aber sie sind die gesammelten positiven Lebenskräfte des Menschen, die im Wirken des Heiligen Geistes spürbar werden. Und darum wollen wir uns in diesen 10 Tagen bemühen. Wenn Sie also jeden Tag mit uns am Abend diese Gaben des Heiligen Geistes überlegen, meditieren, dann sollte es eigentlich gelingen, dass Pfingsten lebendig gefeiert werden kann. Die heilige Hildegard nennt diese Grünkraft Viriditas. Und wir können sie nur sehr schwer übersetzen, aber nach allem, was sie beschrieben hat, meint sie damit Energie, Lebenskraft, Vitalität, Kreativität an Geist und Seele und Leib. Es ist das gesamte Kraftpotenzial des Lebens. Physisch, psychisch, geistig, sozial. Diese Viriditas ist der Grundimpuls, den wir alle haben in uns, der grundgelegt ist in uns. Und Hildegard nennt das die Grünkraft. Es ist auch nach ihrer Meinung die Grundkraft für jede Heilung. Wenn jemand krank ist, dann braucht er diese Viriditas, diese Kraft, die in ihm schlummert und die entdeckt werden will. Hildegard von Bingen beschreibt das, dass diese Grünkraft auch gestört werden kann, dass sie eingeschränkt wird. Sie sagt, wenn wir stumpfsinnige Tätigkeiten haben, sie sagt, wenn wir gelangweilt sind, wenn wir weder Impulse von innen noch von außen wahrnehmen können, dann stirbt diese Grünkraft ab. Und so einfach das klingt, sie sagt ganz einfach, schau ins Grün.
Als ich ein junger Pädagogikstudent war, da hat man alle Klassenräume grün angestrichen. Und diese grüne Farbe war meistens ganz giftig grün, die hat gar nichts bewirkt. Grün ist eine ganz, ganz lebendige Kraft. Man braucht jetzt nur auf eine Wiese zu schauen oder durch einen Wald zu gehen oder auf eine Linde zu schauen, wo gerade die Blätter austreiben. Dann haben wir ein lebendiges Bild dieser Grünkraft vor uns. Hildegard sagt, es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist wirklich grün. Aus lichtem Grün sind Himmel und Erde geschaffen und alle Schönheit unserer Welt, auch die Schönheit der Menschen. Und wenn wir es recht bedenken, dann sollten wir sehr genau wissen, wenn wir krank sind, dann fehlt uns wenigstens ein Stück dieser Grünkraft, dieser Viriditas. Wenn wir gesund werden wollen, dann wird Leib und Seele gemeinsam gesund. Und vielleicht habt ihr das schon erlebt, wenn ihr niedergeschlagen seid und wenn euch Kummer drückt und ihr geht draußen spazieren, ihr atmet dieses Grün ein, ihr schaut dieses Grün an, dann gibt es wirklich einen Wachstums, einen Lebensschub. Warum das so ist, wissen wir auch aus der Photosynthese. Die Photosynthese ist das Wunder der Natur. Die Pflanzen versorgen uns durch die Photosynthese mit Sauerstoff. Wir atmen den ein und wir atmen den Atem aus und die Pflanzen, alle Pflanzen verwandeln das, was wir ausatmen, wieder in Lebenskraft und Sauerstoff. Um ein Bild zu gebrauchen, eine 100-jährige Buche gibt innerhalb einer Stunde so viel Sauerstoff ab, wie 50 Menschen brauchen, an einem Tag zum Atmen brauchen. Und das tut nicht nur die Buche, das macht auch das Gras, das macht auch jeder Wald. Wenn wir in dieses Lebensgeheimnis der Grünkraft eintauchen. Was ist also gut zu tun in diesen Tagen vor Pfingsten? Denkt immer wieder dran, in den kommenden Tagen schaut ins Grün, nicht nur in den PC, schaut in den Wald, schaut in den Garten, schaut die wunderbaren Frühlingspflanzen an und atmet dieses Grün tief ein. Atmet regelmäßig tief ein und aus. Und dann spürt die Verbundenheit mit der Natur und mit allem Leben. Ich bin der festen Überzeugung, diese Grünkraft ist die Kraft Gottes und des Heiligen Geistes, die er in diese Schöpfung hineingelegt hat. Und dann atmet nicht nur ein und aus, dann achtet auch auf eure Nahrung. Wir werden in den kommenden Tagen wieder einige, nur einige wunderbare Pflanzen kennenlernen. Esst diese Pflanzen, vor allem diese Frühlingspflanzen. Es ist ganz egal, ob es Salat ist oder Gemüse oder Kräuter. Es ist ganz egal, ob es ein Smoothie ist oder eine andere Speise oder ein anderes Getränk. Diese Grünkraft
kräftigt den Leib und kräftigt die Seele. Und vor allem diese grünen Pflanzen geben uns eine gute Verdauung. Und wir werden noch eine Erfahrung machen. Viele dieser Frühjahrspflanzen, nicht alle, aber die meisten dieser Frühjahrspflanzen, haben ganz wichtige Bitterstoffe. Und bitter macht lustig. Wenn wir die Bitterstoffe kosten, auf unserer Zunge, auf unserem Gaumen, in unserem Verdauungstrakt bis in den Darm hinein, aktivieren diese Bitterstoffe die Heilkräfte an Leib und Seele. Und dann bekommen wir, und das ist das Wunderbarste an dieser Grünkraft, dann bekommen wir wieder innere und äußere Balance. Ich habe noch ein schönes Zitat gefunden von der Hildegard. Sie schreibt einmal: O du edelstes, heiligstes Grün, dass du in der Sonne wurzelst und in heller Heiterkeit im Kreis leuchtest. Nichts Irdisches kann dich begreifen. Du bist umarmt vom göttlichen Mysterium. Bist du doch strahlend wie die Morgenröte und brennst wie die Flamme der Sonne. Der Gedanke der Einheit, der Schöpfung, in die wir hineingewoben sind, muss uns beflügeln. Aus dieser Einheit und aus dieser Kraft der Schöpfung können wir leben. Das ist das große Geheimnis des Pfingstfestes und des Heiligen Geistes. Und wenn wir uns mit den Gaben des Heiligen Geistes auseinandersetzen, dann setzen wir uns ganz praktisch mit dieser Grünkraft auseinander. Manche können jetzt vielleicht sagen, ich interessiere mich nicht für den Heiligen Geist. Ich habe meinen persönlichen Vogel. Ich brauche nicht noch einen Vogel. Das Bild des Heiligen Geistes als Vogel wird häufig belächelt und manchmal auch verspottet. Es geht um die Grünkraft, um die lebendige Grünkraft des Lebens. Alles, was wir da geschenkt bekommen in diesen Tagen der Schöpfung, ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die sich in den wunderbaren grünen Pflanzen zeigt. Und wenn euch euer persönlicher Vogel zu sehr plagt, dann bitte ich euch, schaut ins Grün. Vielleicht fliegt er weg ins Grün und auch er wird verwandelt. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch für diese 10 Tage von ganzem Herzen.